zum Hauptfeld, zu den vorderen fünf. An der letzten Ecke sind sie jetzt, Billy Ferrobear und Sheldrake, der außen jetzt da ist und angreift. Sheldrake außen, Billy Ferrobear, dann der Lux Edition, ganz außen Kadabra, Sisu, Sheldrake und Billy Ferrobear, der jetzt einen Fehler macht, aus dem Tritt kommt und dadurch ist der Weg, die Bahn ist frei für Sheldrake. Wird am Ende hier überlegen gewinnen. Sheldrake dahinter, der Lux Edition auf Rang 2, Kadabra, Sisu für den dritten Platz da, Omani vierte, dann der Williams Best und Nicole Scott, 14. Pferd quittieren musste, aber heute hier in Gelsenkirchen, da standen die Zeichen auf Sieg für Sheldrake aus dem Besitz von Karin Walter Mommert, gezogen vom Stall MS Diamanten. Sheldrake, Marcel Hauber, der Trainer, Marcel Hauber, der Sieg. So, die Mommert hat gerade die Fingerprüfung von Marcel Hauber. Ja, Masiano, außen der Rund, aber er war sehr stark. Ja, ich wollte nicht mal was im Schussboden hast du eigentlich das vordere Pferd schon gar nicht mehr gewartet, hast ihn nach hinten umgeguckt, ob von hinten noch Gefahr droht. Also Billy Ferro hattest du eigentlich immer im Griff auch ohne den Pferd. Kurze Frage zu deiner nächsten Fahrt, weil der Tüchter ist gerade schon ganz nervös auf Toilette gegangen, gleich Otto Kleber weg. Was würden wir gleich von Hübig Cinderella erwarten? Ja, letztes Mal bin ich hier auf Speed gewartet, das war so mal, ne? Und ich glaube, ja, heute also darf der Otto sich hier schon mal im Winterzirkel hinstellen und ein bisschen baden? Will er nicht? Ja, nee, ich glaube mal, ich überlege es nur, um das zu schlagen zu werden. Und Super, du hast schon zwei Sieger eingefahren. Meine Damen und Herren, den letzten Applaus bitte für Marcel Hauber und André Sheldrake. Genau, gut gebaut. Dankeschön. Jetzt weiß ich, warum. Wir können gleich los, wir können gleich nächste Rennen.